hiermit ein herzliches Willkommen beim Duxer. In diesem Video geht es um Schecksummen, um Prüfsummen. Und zwar, wenn man jetzt zum Beispiel eine Datei heruntergeladen hat, zum Beispiel auf der Seite ubuntuusers.de, kann man sich ja hier die neueste Ubuntu-Version runterladen unter Downloads. Und ich möchte jetzt zum Beispiel mal die Version 23.04 runterladen. Dann kann man hier auf die Download-Seite gehen und dementsprechend sich sein Ubuntu seiner Wahl herunterladen. Ich mache das mal an zwei Beispielen. Einmal an Lubuntu, gehe dann hier über Direktlink, und das normale Ubuntu auch über Direktlink. Das habe ich soweit vorbereitet, das ist schon passiert. Damit das Video nicht allzu lange dauert, habe ich die beiden Dateien jetzt ganz frisch heruntergeladen. Und jetzt möchte ich natürlich nach dem Download überprüfen, ja, ist damit alles in Ordnung? Und dafür gibt es ja diese Prüfsummen. Wir fangen mal mit Ubuntu an. Dann gibt er uns jetzt hier mehrere Prüfsummen an. Ich denke mal, erstmal ist ganz klar, wir haben die Datei runtergeladen, also brauchen wir auch diese Prüfsumme. In dem Fall würde ich mir das jetzt hier markieren, eine Textdatei öffnen und dann hier dementsprechend einfügen. Rechte Maustaste einfügen und dann habe ich die Prüfsumme für Ubuntu 23.04. Und das gleiche mache ich dann auch dementsprechend mit Lubuntu. Gehe wieder zurück, Lubuntu, Prüfsumme. Und dann habe ich dementsprechend die nächste Prüfsumme, die gebe ich hier auch ein. Zack, dann wäre die Prüfsumme dementsprechend auch hier drin. Gut, was sagt uns diese Zahl? Erstmal nicht viel und wissen auch gar nicht so genau, was ist das für eine Zahl. Also, ich habe zum Beispiel den Fehler gemacht, bin dann hergegangen, habe ein Terminalfenster geöffnet, so wie man das eigentlich immer macht. Mache ich mal ein bisschen größer und habe dann eingegeben MD5 Sum. Ah ne, stopp, ich muss erstmal in das Downloads-Verzeichnis wechseln. CD Download. Machen wir mit LS einmal überprüfen. Da wären unsere beiden heruntergeladenen Dateien. Dann kann man eingeben MD5 Sum. Und den Dateinamen. Fangen wir ruhig mal mit Ubuntu an. Drücken dann Enter. Und dann dauert das einen Moment. Und dann bekommt man eine Prüfsumme rausgegeben. So. Jetzt habe ich eine MD5 Prüfsumme. Und wenn wir die miteinander vergleichen, sehen wir natürlich sofort, ups, die passt nicht. Ich mache das hier mal so ein bisschen übersichtlicher. Ich bekomme eine ganz andere Summe rausgegeben, wie ich eigentlich hätte herausbekommen müssen. Woran liegt das? Ja, das liegt nämlich daran, dass es hier keine MD5-Prüfsumme ist, weil ich sag mal so, MD5-Prüfsummen sind eigentlich gängig, die nutzt man eigentlich zu 95% oder 99%. Ich weiß nicht, ich habe eigentlich noch nie andere Prüfsummen gehabt, wenn ich das mal gemacht habe. Und dann habe ich überlegt, woran liegt das? Und dann bin ich immer so ein bisschen runtergescrollt und hier steht Prüfsumme kontrollieren. Und das liegt daran, weil hier handelt es sich um eine SHA256 Summe. Ah, machen wir das gleiche nochmal. SHA256 Summen und geben jetzt die Prüfsumme oder den Dateinamen ein und lassen uns... Oh, habe ich da irgendwas falsch gemacht? Ach, ich sollte es auch richtig schreiben. 256, ein kleiner Zahlendreher drin. Ich wundere mich gerade, warum geht das nicht? Machen wir das jetzt nochmal. SHA 256 Summen und dann den Dateinamen. So, das dauert, glaube ich, jetzt ein bisschen länger. Aber jetzt bekommen wir auch eine wunderschöne kryptische Zahl. Man hört es vielleicht, der Rechner läuft jetzt auf Volltouren, weil 2,7 GB, wenn die einmal überprüft werden muss oder daraus eine Schecksumme erstellt werden muss, das dauert dann dementsprechend ein bisschen länger. Ich mache das Fenster hier mal ein bisschen größer, so man besser sehen kann. Und ja, und das kopiere ich mir jetzt auch und vergleiche das mit der vorgegebenen von der Ubuntu-Seite und stelle fest, jipiaje, die Nummer stimmt. Also das muss man auf jeden Fall bei Prüfsummen beachten.
ja, welche Art oder welcher Typ Prüfsumme da angegeben wird. Und das kann natürlich jetzt ein Zufallstreffer sein. Das Ganze können wir jetzt auch mit Lubuntu machen. Wir geben auch nochmal die MD5. Lass uns mal einfach mal ausgeben, einfach mal nur so zum Spaß. Und dann bekommen wir natürlich dementsprechend auch eine ganz andere Zahl raus. Die stimmt natürlich nicht überein. Das kennt man, denke ich mal, auch schon so. Machen wir das Ganze mit nicht 265, mit 256. Geben wir das ein. Macht dann eben hier ein bisschen größer. Da hätten wir die Lubuntu-Prüfsumme. Ich überprüfe sie wieder und yippee, sie passt genau da. Das wäre ja die MD5-Prüfsumme und die stimmt natürlich nicht. Man kann natürlich nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, da muss man immer so ein bisschen drauf achten. Ja, was sagt die Prüfsumme aus? Im Endeffekt sagt die jetzt aus, dass die Dateien, die heruntergeladen wird, Bit für Bit 1 zu 1 übereinstimmen, ja, mit der des Servers. So im Endeffekt muss man das sehen. Ob Bit für Bit, weiß ich nicht, ist vielleicht ein bisschen sehr weit herausgeholt. Aber halt eben, das ist schon ein sehr gutes Verfahren. Da ist man schon auf einer sicheren Seite. Gut, das Ganze ist natürlich jetzt ein bisschen kompliziert oder vielleicht nicht ganz so praxistauglich. Ich habe mal so ein bisschen mal gegoogelt und habe herausgefunden, wie viele Checksummen es gibt. Also die habe ich jetzt so aus dem Stegreis herausgefunden. Und habe ich nochmal weiter gegoogelt und habe dann festgestellt, es gibt auch eine GUI. GTK-Hash heißt es. Und mit GTK-Hash kann man auch dementsprechend Dateien überprüfen. Das Ganze ist eigentlich ein bisschen vorteilhafter. Einfach die Datei jetzt hier auswählen aus dem Downloads-Verzeichnis. Nehmen wir mal ruhig Lubuntu. Ja, die ist ein bisschen kleiner, geht dann vielleicht ein bisschen schneller. Ich drücke einfach nur auf Hash. Und simsalabim bekomme ich ja auch mehrere Prüfsummen angezeigt. Uns interessiert ja die SHA 256. Könnte ich auch mal zum Spaß nochmal kopieren. Ich packe die hier weit runter und auch die Nummer stimmt. So, und dann kann man noch mit dem Programm über Einstellung kann man sagen, nee, das sind mir zu wenig, ich möchte jetzt hier noch ein paar andere haben. Und dann gibt er die dementsprechend, gibt er die hier auch aus. Natürlich muss man das Ganze nochmal neu hashen. Kann auch über Dateiliste gehen. Und ach komm, wir können ja mal zum Spaß, können wir ja mal alle anhaken. Mal gucken, was dann passiert. Ich auf Schließen. Und jetzt gehe ich auf, nehme ich erstmal Datei hinzufügen. Downloads, Lubuntu, Hash. Jo, das dauert ein paar Minuten. Ich würde sagen, die Zeit warten wir mal eben ab und dann melde ich mich wieder, wenn es soweit ist. So, was ist passiert? Ich habe hier ganz viele Hash-Nummern, so nenne ich es einfach mal. Gut, die Ansicht ist natürlich ein bisschen blöd. Was ist denn, wenn ich jetzt die Ansicht ändere? Ah, jetzt muss der Ganze bestimmt nochmal hashen. Gut, das wird nichts anderes stehen als jetzt hier. Das wäre nicht ganz so schön abzulesen. Und da muss man natürlich auch gucken, dass man die komplette Nummer hier sieht. Ich denke mal, so schlau wird das Programm vielleicht sein, dass es mir die ganze Nummer anzeigt. Gut, also das alles kann man damit machen. Man kann zum Beispiel auch Texte hashen. Aber ich gehe mit den Einstellungen nochmal zurück, weil ich mich habe gemockt, da jetzt mal so lange zu warten. Ich glaube, wie war das eingestellt? Ich meine, so war das im Ursprung. Das sollte für den Test erstmal reichen. Wenn ich jetzt mal schön Text eingebe. Hallo Tuxer. Und dann bekomme ich dementsprechend dann auch eine Prüfsumme. Soll für Text auch interessant sein. Habe ich noch nie benutzt, ehrlich gesagt. Immer nur für Dateien. Und ich muss auch dabei sagen, in den letzten Jahren habe ich damit auch ein bisschen geschludert.
Früher habe ich das immer gemacht, nach dem Download einmal die Prüfsumme gescheckt, aber eigentlich immer nur mit MD5. Deswegen bin ich jetzt auch ganz überrascht, doch wie viele Schecksummentypen es gibt. Ja, wie gesagt, das wollte ich mit dem Video so ein bisschen mit auf den Weg bringen. Achtet da darauf, dass es unter Prüfsummen, welcher Typ dahinter steckt und im Hintergrund, dass es gefühlt 275 verschiedene Prüfsummentypen gibt. Und natürlich aus Sicherheitsgründen sollte man eigentlich immer die Prüfsumme überprüfen. Ja, das soll es auch schon gewesen sein. Kurz und knapp. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuschauen und verabschiede mich jetzt und sage bis zum nächsten Mal. Glück auf!